Der Stand der Dinge ist, es gibt immer noch rund 200 unbekannte, vermutlich infizierte Personen in Washington D.C., die kontaminierte Tomaten gegessen haben. Ich habe noch nicht mal meinen Kaffee getrunken. Gibt es denn schon irgendwelche Hinweise auf die Identitäten? Ja, wir konnten 8 Stammkunden dieses Gemüsestandes identifizieren. Waren sie infiziert? 5 haben keinerlei Mutationen gezeigt. 2 waren infiziert, sie wurden festgenommen. Auf frischer Tat. Sie haben einen Instinkt dafür, die Infektion zu verbreiten. Das stimmt. Der Mann, den wir in Georgetown erwischt haben, wusste, dass ungeschützter Sex die Infektion übertragen kann. FBI! Keine Bewegung! Fallen lassen! Schnell raus mit ihm! Und die Frau in Alexandria wusste offensichtlich, dass die Tomaten, die sie infiziert haben, auch andere infizieren würden. Mann! Ah! Hab sie! Den Löffel, Sir. Sie haben gesagt, Sie haben schon 7 Stammkunden aufgespürt. Was ist mit dem 8? Er ist Hilfskoch, ist inzwischen aus Washington weggezogen. Er hat 3 Kisten Tomaten mitgenommen. Vielleicht gründet er ein Alien-Football-Team. Unsere Agenten sind ihm bereits auf der Spur. Na toll. Was? Falls Sie eine weitere Stressquelle suchen, dann haben Sie Glück. Unsere schwangere Alien-Infizierte steht kurz vor der Geburt. Und? Sind wir bereit? Dafür, dass unsere Alienmutter nur 2,5 Monate schwanger war, sind wir erstaunlich gut vorbereitet. Ja, ob es nun ein Mensch wird oder ein Alien. Warum kann Fenway keinen DNA-Test am Fötus machen? Weil er mit seinen Nadeln nicht durch die Fruchtblase gekommen ist. Ist dieses Gitterbett auch stabil genug? Aliens der 2. Generation könnten doppelt so stark sein wie ihre Eltern. Titan ist das stabilste Material, das wir zur Verfügung haben. Der Kinderstuhl, das Kinderbett, alles Titan. Was ist mit dem Rezept? Fenway hat 2 Varianten eines muttermilchähnlichen Gebräus entworfen. 1 mit der 5-fachen Menge an Proteinen. Beide organisch. Gut. Da wir nicht riskieren dürfen, dass Libby sich selbst um ihr Baby kümmert, ist das unsere Aufgabe. Sagen Sie, wollen Sie irgendwann Kinder, Dr. Caffrey? Hätten Sie mich vor 3 Monaten gefragt, hätte ich gesagt, bis ich 39 bin, will ich 3 Kinder haben. Am liebsten so, dass beide Geschlechter vertreten sind. Und jetzt? Jetzt habe ich sämtliche privaten Pläne auf ein simples Konzept reduziert. Einfach die Woche überstehen. Danke für Ihr Engagement. Keine Ursache. Gern geschehen. Mit diesen Windeln haben es die Labortechniker aber übertrieben. Wir haben 2 Kisten. Das meinen Sie nicht ernst. Ich werde in 50er, dass in 2 Wochen nichts mehr davon übrig ist. Ach was. Doch, im Ernst. Säuglinge brauchen 10 Windeln am Tag im ersten Monat. Wow. Woher wissen Sie das? Meine Zwillingsschwester hatte 3 Kinder, bevor wir 19 waren. Sie sind ein Zwilling? Ja. Und nein, sie ist leider kein Genie. Wow, ein Teenager mit 3 Kindern. Wo sind Sie aufgewachsen? Ach, das ist eine Talkshow-Geschichte für sich. Konzentrieren wir uns auf unseren kleinen E.T. Was gibt's? Unsere 2 Agenten, die den infizierten Koch aufspüren sollten, haben sich seit 12 Stunden nicht gemeldet. Ist das das GPS Ihres Vans? Ja, kommt aus einem idyllischen Ort in Virginia, Allenville. Warum sollte unser Koch dahin wollen? Infizierte wollen so viele Menschen wie möglich infizieren. Warum sollte er in so ein nichtssagendes Kaff fliehen, statt in eine andere Metropole? Gute Frage. Sehen wir uns mal seine Akte an. Aha. Jason Bolton, aufgewachsen in Chicago, Kochlehre in New York, erste Anstellung in Washington. Nichts über Virginia. Was ist mit seiner Familie? Die muttergeborene Barbara Smith stammt aus Chicago. Für eine Brüder oder Schwestern, der Vater Adam Bolton scheint auch in Chicago zu leben. Dessen Schwester Carol verheiratet in Phoenix. Sein Bruder Graham ist Single in Massachusetts. Warten Sie. Dr. Graham Bolton? Mal sehen. Dr. Graham Bolton, Autor von Sonnenmetalle, emeritierter MIT-Professor, Wohnsitz in Cambridge, Massachusetts und Allenville, Virginia. Bingo. Den meine ich. Sie kennen ihn? Ich weiß was über ihn.
Er ist Nobelpreisträger in Physik. Wenn er nicht im Ruhestand wäre, hätte er Lucas' Job. Und ich wette, er hätte die Möglichkeit, das Signal zu verbreiten. Wir beide müssen Dr. Bolton selbst finden. Bevor sein Neffe ihn infiziert. Wenn unsere Agenten Schwierigkeiten haben, dann deshalb, weil diese Gegend so abgelegen ist. Fremde fallen hier sofort auf. Deshalb treten wir undercover auf, nicht als Bundesagenten. Die linke Hand, bitte. Sie erklären uns zur Mann und Frau? Vergessen Sie aber nicht, wer die Hosen anhat. Da haben wir es schon, Schatz. Ich werde mit meiner rechten Hand in meine linke Jackentasche greifen. Wie bitte? Da ist mein Führerschein. Sie müssen aus der Stadt kommen. Aus Washington. Habe ich was falsch gemacht, Officer? Nein, nein, Sir. Hier verfährt man sich leicht. Ich muss viel öfter den Weg erklären, als Strafzettel ausstellen. Hallo, guten Tag, Ma'am. Guten Tag, Officer. Sie beide wollen nach Prater? Nein, nach Allenville. Ach, dann habe ich mich geirrt. Sie sind auf dem richtigen Weg. Meistens wollen nur Fernfahrer auf der Durchreise nach Allenville. Wir suchen dort nach einem Haus. Ja, ein schönes, ruhiges Haus. Da haben Sie jede Menge Ruhe. Seit es keinen Bergbau mehr gibt, ist die Bevölkerung um 3/4 geschrumpft. Da werden Sie bestimmt finden, was Sie suchen. Fahren Sie 1,5 Kilometer weiter, dann kommt rechts ein Schild. Danke, Officer. Schönen Tag noch. An welcher Adresse steht laut GPS der Van? Nummer 17, Cherry Blossom. Wunderbar. Da ist ein Haus zu verkaufen. 3 Häuser weiter. Nichts wie hin. Laut GPS steht er gleich um die Ecke. Der Van steht schon ziemlich lange hier. Sieht nicht gut für unsere Leute aus. Lächeln Sie. Der verwechselt uns mit Bekannten. Sie haben sich zu lange verkrochen. In solchen kleinen Orten ist man freundlich. Hören Sie das? Ja, das kommt von unserer Zieladresse. Ich rieche Blut. Stopp! FBI! Hören Sie sofort auf! Stopp! Hören Sie auf damit! Das waren Agenten! Das sind wir auch! Tun Sie den Betonblock runter! Das waren 2 unserer besten Leute. Ich weiß. Ich kann mir das nicht erklären. Parker und Tate waren zu gut, um sich von Jason Bolton übertölpeln zu lassen. Ich nehme an, nicht er war das. Aber er hat sie infiziert. Sie ist jetzt tot. Furchtbare Art zu sterben. Was machen wir mit der Schweinerei? Gar nichts machen wir. Das sieht nach einem Unfall aus. Glauben Sie, sie hat sie umgebracht? Unsere Leute haben ihr Boltons Bild gezeigt und hielten sie für eine normale Hausfrau. Und sie hat sie überrascht. Und was jetzt? Naja, wir wissen, dass Bolton wegen seines Onkels hergekommen ist. Wer weiß, wie viele er noch infiziert hat. Wir müssen unbedingt Verstärkung rufen. Kein Netz. Ich krieg kein Signal. Ist ja verrückt. Ich krieg auch keins. Nicht mal über Satellit. Verschwinden wir und suchen uns ein Festnetztelefon. Wollen Sie was essen? Nein, danke, nur ein Rootbier. Haben Sie ein Telefon? Ja, da hinten links. Sie sind nicht bloß auf der Durchreise, stimmt's? Nein, mein Mann und ich, wir wollen hier ein Haus kaufen. Oh! Ah, das habe ich gewusst, gleich als Sie reingekommen sind. So, hier. Telefon funktioniert nicht. Wir sollten hier kaufen, ich weiß. Ist ein wunderbarer Ort. Wird Ihnen gefallen. Geht aufs Haus.
Sie wollen zu uns ziehen, deshalb brauchen Sie Protein. Willkommen. Danke. Der ganze Ort scheint infiziert zu sein, nicht? Ja. Was machen wir jetzt? Essen. Das war ausgezeichnet, vielen Dank. Ich hatte erst einen T-Bone Steak vor einer Stunde. Oh, kein Problem. Wir kommen öfter. Ich freue mich drauf. Bis dann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ich glaube, ich bin eben Vegetarierin geworden. Wie zimperlich. Wenn es nicht von Aliens geführt würde, wäre es mein Lieblingsrestaurant mit riesen Gratissteaks. Sie sind ja ein Tier. Wenigstens gab es keine kontaminierten Tomaten. Die glauben, wir sind schon infiziert. Hallo? Hi! Ist das nicht lieb? Die spüren unsere erhöhten Täterwellen. Als wir drei das Signal hörten, dachte ich, es würde uns umbringen. Aber es hat uns das Leben gerettet. Sieht aus, als hätte unser Flüchtling den ganzen Ort infiziert. Allenville hat 50 Einwohner. Ja, selbst mit den Elektrogeschossen unserer Agenten haben wir nicht genug für alle. Wir müssen ein Telefon finden und wir müssen Dr. Bolton aufspüren. Im Restaurant gab es ein Adressbuch. Ich habe Dr. Boltons Adresse. Gute Arbeit. Fahren wir. Kann ich Ihnen helfen? Ist das die Green Mountain Street Nummer 7? Nein, die Green Meadow Street Nummer 8. Bitte verzeihen Sie, wir sind hier fremd und sehen uns nach einem Haus um. Sie sind doch das Paar aus dem Restaurant. Ja, genau. Ich bin Paulette, Haushälterin des Eigentümers Dr. Bolton. Wie wär's mit einem Proteinshake? Ich glaube, Sie können Gedanken lesen. Danke gern. Nein. Vielleicht erfahren wir was. Hier sind eine Menge Häuser zu verkaufen. Seit die Kohlezeche zugemacht hat, sind die meisten Einwohner weggezogen. Wir sind hauptsächlich Pferdetrainer in meiner Familie, aber die sind auch alle weggezogen, als der Hakenstall geschlossen hat. Sie sind geblieben. Gott sei Dank. Sonst wäre ich nie verbessert worden. Das stimmt. Was ist denn mit Ihren Telefonen passiert? Ach ja, Dr. Bolton hat sie totgeschaltet. Er sagt, sie seien eine Belästigung. Und wie sind Sie zwei verbessert worden? In unserer Lieblingspizzeria in Washington. Ah, die wunderbaren Tomaten. Dr. Boltons Neffe hat uns vor ein paar Wochen welche gebracht. Ich habe Spaghetti-Soße daraus gekocht und Pete hatte eine Tomatenwoche in seinem Restaurant. Deshalb fühlen wir uns so wohl in diesem Ort. Wir wollen raus aus Washington. Kann ich Ihnen nicht verübeln, da ist ja Threshold. Der Geheimdienst, der uns alle töten will. Darf ich Ihr Bad benutzen? Ich würde mir gern die Hände waschen. Ja, ist gleich den Flur runter. Danke. Weiß jemand, warum die Regierung uns töten will? Sie ist einfach ignorant. Sie kann nicht verstehen, dass wir verbessert sind. Sie nennt uns Monster. Können wir uns nicht wehren, statt nur wegzulaufen? Dr. Bolton sagt, durch unsere Vielzahl werden wir stark. Wir müssen einfach noch mehr Menschen umwandeln. Durch das Essen? Nein, das dauert ja viel zu lange. Wie dann? John und ich wollen helfen. Können wir Dr. Bolton mal kennenlernen? Dr. Bolton ist den ganzen Tag unterwegs. Aber er ist nicht unser Projektkoordinator. Wer dann? James Hayes, ob Sie es glauben oder nicht. Er ist ein Threshold-Agent, den wir verbessert haben. Ist Mr. Hayes hier in der Stadt? Heute Abend ist er wieder hier. Verzeihen Sie, aber ich muss noch mal in den Supermarkt, bevor er zumacht. Vielen Dank für das Protein. Mhm. Wollen Sie auch Kinder haben? Einen ganzen Haufen, sobald wir uns niedergelassen haben. Ah, und werden Sie stillen? Natürlich.
Fantastisch. Libby, ich kann die Fessel nicht aufmachen. Sie müssen sich ein bisschen zur Seite drehen, damit ich Ihnen eine EPA geben kann. Den Schmerz einer Geburt wünsche ich nicht mal einem Alien. Ich habe die Dosis erhöht. Es wird absolut sicher sein. Kommen Sie. Hören Sie, Libby. Sie sind ein Alien, der die gesamte Menschheit infizieren und auslöschen möchte. Ich bin ein Mensch, der Sie davon abhalten will. Aber für heute müssen wir uns einfach als Patient und Arzt verhalten, denn wir beide wollen das Gleiche. Die sichere Geburt Ihres Babys. Wenn meinem Baby irgendwas passiert, werde ich Ihnen sämtliche Glieder von Ihrem schmächtigen Körper reißen. Interessant, genau das hat meine zweite Frau auch gesagt, als unser Sohn geboren wurde. Ginge es nicht schneller, sie einfach zu betäuben, als uns so reinzuschleichen? Unsere Tarnung funktioniert. Warum sollten wir sie auffliegen lassen? Ich frage mich, was er da baut. Das werden wir erfahren, wenn wir Dr. Bolton schnappen. Oder Hayes. Molly, wegen Agent Hayes. Ich weiß, er war einer von Ihren Leuten. Agent Hayes ist mein Bruder. Baylock weiß es. Ich weiß, ich hätte es Ihnen früher sagen müssen. Es tut mir leid. Braucht es nicht. Ich werde ihn genauso aggressiv jagen wie jeden anderen Alien. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Danke. Sehen wir mal, was im Computer ist. Während Sie das tun, sehe ich mir diese Unterlagen an. Was wollen Sie hier? Wir sind verbessert. Spüren Sie das nicht? Niemand darf in das Labor meines Onkels. Wir helfen ihm. Sie lügen. Ich hasse es, überrascht zu werden. Wir haben jetzt nicht mehr Zeit, bis Hayes hier eintrifft. Sondern nur, bis der Typ aufwacht. Das wird in etwa einer halben Stunde sein. Ich habe eine normale 9mm. Eine Kugel in die Schädelbasis dürfte reichen. Nein, nicht, wenn wir eine andere Möglichkeit haben. Haben Sie die Titanhandschellen dabei? Ja, zwei Paar. Wunderbar. Packen wir ihn in den Kofferraum. Na toll. Er hat mich nicht getroffen, aber den Wagen demoliert. Wie erklären wir den Schaden? Die Leute hier sind neugierig. Diese Straße, da führt hier nur mitten in den Ort. Keine Sorge. Wir haben eine perfekte Tarnung. Kein Problem, ich kläre das für dich. Wer ist das? Moment, Moment, halt! Sehen Sie sich das an! Was ist mit Ihrem Wagen? Tja, ich hatte eine kleine Meinungsverschiedenheit mit meiner Frau über den Weg, aber den Kopf verloren. Zu viel Gas gegeben. Der Kotflügel ist ziemlich zerknautscht. Ich lass das ein andermal reparieren. Er ist verbogen, in den Radkasten hinein. Ein Schlagloch und Sie haben einen Platten. Da, sehen Sie sich das an. Ist okay, ist mindestens 10 cm vom Rad ihr entfernt, zwei, das reicht. Ihr müsst wirklich die Großstadt-Hektik ablegen, ihr habt's immer eilig. Tut mir leid, aber ich muss da was wieder gut machen. Ich war auch immer so ein Hitzkopf. Aber Selbstkontrolle ist wichtig, sobald man verbessert wurde. Denn die irdischen Materialien sind schwach und das werden sie bleiben, bis wir sie auch verbessert haben. Ich muss mich wohl noch daran gewöhnen. Das verstehe ich. Aber stellen Sie sich vor, da kommt einer von außerhalb und sieht, wie Sie sich so daran gewöhnen. Dann macht das auf uns aufmerksam. Und das wollen wir nicht. Da haben Sie recht. Wird nie wieder vorkommen. Na schön. Machen Sie es gut. Ja, unbedingt. Und? Ich weiß nicht. Wir müssen mal anhalten.
sehe ich aus wie ein Amokfahrer. Besser als wie ein Mensch. Nehmen Sie die Beine, tragen wir ihn zu dem Baum rüber. Ja. Fertig? Hopp. Setzen wir ihn da rein. Okay. Hier sind die Handschellen. Danke. Nicht mal ein Alien kann einen ausgewachsenen Baum ausreißen. Bis er das Band vom Mund abkriegt, sind wir schon meilenweit entfernt. Nach was suchen Sie? Nach einem Pferdestall. Wieso? Paulette hat gesagt, er sei geschlossen. Wäre doch wie geschaffen für ein Großprojekt, nicht wahr? Warum nicht eine aufgelassene Zeche? Unser Koch hatte Heu an den Schuhen, nicht Kohlenstaub. Demnach ist es der Stall. Eine Menge los dafür, dass angeblich geschlossen ist. Da ist Dr. Bolton. Ja, und was jetzt? Tja, ich wünschte, ich könnte sehen, was sie da drin bauen. Ich glaube kaum, dass es ein Signalsimulator ist. Weit und breit ist hier schon jeder infiziert. Es sei denn, sie bauen einen, mit dem sie es über Fernsehen oder Satellit verbreiten können. Um damit das ganze Land zu infizieren. Lucas könnte das rauskriegen. Immer noch kein Signal. Offenbar blockiert Dr. Bolton diese Frequenzen. Spielt es denn wirklich eine Rolle, was für ein Gerät das ist? Wohl kaum. Wenn die Aliens es bauen wollen, wollen wir es zerstören. Und ich bin echt gut im Zerstören. Deshalb habe ich dich geheiratet. Pressen und atmen. Ja, schreien ist auch gut. Ich kann nicht sehen. Das ist keine Sportveranstaltung. Da kommt es, da kommt es. Ja, sehr gut so. Du bist ein hübscher Junge. Die Frage ist, Junge von was? Er muss den DNA-Test machen. Halten Sie mal. Er ist ein Mensch. Kann ich mein Baby im Arm halten? Nein, Libby, tut mir leid. Ich muss doch mein Kind stillen. Wir kümmern uns darum. Wir haben hervorragende Nahrung. Nein! Nein! Das hätte ich wissen müssen. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Ja, welchen? Die Frau ist verständlicherweise wütend, aber sie ist zu schwach, um verlegt zu werden. Kann das Baby in ihr Labor? Je weniger sie es sieht, desto leichter ist es vielleicht. Wie, wir sollen Babysitter sein? Das machen wir mit Vergnügen. Bringen Sie es ins Physiklabor. Danke, Lucas. Wo bringen Sie mein Baby hin? Ich verspreche, dass ihm nichts passiert. Was? Ich muss doch mein Baby stillen. Sie müssen sich erst mal erholen, also beruhigen Sie sich. Libby, beruhigen Sie sich. Das ist... Ich brauche eine Schwester. Wache, sagen Sie der Schwester Bescheid, dass ich... Nein, nicht. Runter mit der Waffe! Bleiben Sie ruhig. Waffe runter! Kicken Sie sie weg. Jetzt gehen Sie weg. Gehen Sie weg! Jetzt muss ich wohl meine ganzen Pornos verstecken. Ah, was ist denn jetzt los? Libby ist ausgebrochen. Warten Sie, Sie Feiglinge! Was machen wir jetzt? Keine Ahnung, aber wir müssen was tun. Wir müssen schnellstens verschwinden. Entschuldigung, ich hab nie... Genau, machen Sie es kaputt, dann sind wir sofort tot. Wie eine Amme machen Sie das, wunderbar. Kommen Sie, nichts wie raus hier. Ich mach schon. Da lang. Sie wird das hören. Sie sind der Profi. Machen Sie, dass es aufhört. Machen Sie schon mal im Flugzeug. Kein Mensch kann ein Baby vom Schreien abhalten. Wir haben Glück. Ich habe mein PDA. Wollen Sie Gott per SMS um Hilfe bitten? Nein, Sie Klugscheißer.
Ich hacke mich in die Lautsprecheranlage. Hier, wir tun ihm das auf die Brust. Das wird sie in das Licht führen. Und ganz gewaltig sauer machen. Kommen Sie. Da rein. Was? Halten Sie seinen Kopf hoch. Was machen Sie denn? Das funktioniert nicht in einem Käfig. Geduld, Padawan. Mann. Schnell und zu. Wie haben Sie das gemacht? Ich war schon oft mit Frauen unterwegs, die es nicht abwarten konnten. Hey, passen Sie auf, was Sie sagen. Wir warten hier drin, bis die Gorillas sich um Sie kümmern. Hey, es hat aufgehört. Ich glaube, es mag mich. Liegt bloß an der Bewegung. Na kommen Sie, schaukeln Sie weiter. Ja. Und? Was soll mit dem armen kleinen Kerl geschehen? Mann, das ist ein Mensch. Dem passiert gar nichts. Ist nicht ganz richtig. Ich meine, wir waren auf viel Schlimmeres vorbereitet. Und jetzt ist es bloß ein armes Waisenkind. Was wird mit ihm geschehen? Also, so wie ich Caffrey kenne, wird sie bereits mindestens 10 perfekte Elternpaare für den Knaben bereithalten. Es wird ihm also viel besser gehen als die meisten von uns, da er einfach nie erfahren wird, wer seine richtigen Eltern sind. Einfach? Das ist überhaupt nicht einfach. Wer sagt das? Ich. Sind Sie adoptiert? Das ist meine Talkshow-Geschichte. Ich weiß, dass ihr da drin seid! Wir müssen hier wegfahren! Baby! Ich will mein Baby! Na also, und weg sind wir. Sie ist auf der Kabine! Sie ist mir. Warten Sie, ich schicke Sie ganz nach oben. Nicht bewegen. Womöglich ist Ihre Wirbelsäule verletzt. Ich nehme Ihre Waffe, ja? Gott, steh mir bei. Sie ist oben drauf auf der Fahrstuhlkabine. Schnappen Sie sie. Ja, Sir. Sir. Hier müssen wir sicher sein, bis Sie sie aufhalten. Ich hoffe, die beeilen sich, denn ich glaube, es kriegt Hunger. Toll, da ist Wonder Woman. Was machen wir jetzt? Gesehen davon, dass Sie gerade die Wachen weggeschickt haben? Hören Sie auf, mir Vorwürfe zu machen und überlegen Sie. Ich verstehe das nicht. Das Baby hat nicht geweint. Woher weiß sie, dass wir hier drin sind? Das liegt nicht am Baby, sondern an Ihnen. Was? Das Baby ist ein Mensch. Das spürt sie nicht. Sie haben diese Hirnströme. Sie ist einfach Ihnen gefolgt. Was glauben Sie? Dass sie unbedingt ihr Baby haben will, dass sie sie aufspüren kann und dass ich ihr völlig egal bin. Onkel JT, hier ist Molly. Wir sind in Allenville. Es ist alles, wie wir es erwartet haben und noch besser. Ganz wunderbare Leute. Ganz genau so, wie wir gehofft hatten. Du solltest auch so schnell wie möglich hierher kommen. Ich mag dieses Protein. Irgendwas muss mein Handy ja noch gut sein. Haben Sie den Wecker? Ja, natürlich. Und die anderen Bombenzutaten. Interessant, was Sie da gekauft haben. Ja, das Trockenfleisch passt zu unserer Tarnung. Das glaube ich sofort, aber... Glauben Sie, wir haben Zeit für eheliche Aktivitäten? Sehr lustig. Jeder, der Zeitung liest, weiß, dass man alarmiert sein muss, wenn Fremde Wecker kaufen. Aber Kondome und Wein, die von einer relativ attraktiven Frau gekauft werden, dürften wohl reichen, um einen halbwüchsigen Kassierer abzulenken. Es gibt da allerdings eine Lücke in Ihrer Theorie. Das mit relativ attraktiv.
Wir benutzen heute nur den Wecker, Cowboy. Ich bemühe mich doch nur um unsere Tarnung. Kann's losgehen? Ja. Morgen können wir endlich senden. Besorgen Sie in Praetor, was Sie brauchen, um das Dach zu entfernen. Alles klar. Wird es nicht Jahrtausende dauern, bis das Signal aus diesem Ding bei Ihnen ankommt? Wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit senden würden, dann ja. Aber dieses Gerät sendet Tachyonenimpulse. Die pflanzen sich in einer Geschwindigkeit fort, dass sie innerhalb von Tagen ankommen. In Tagen? Mhm. Sehr gut. Ich habe 6 Leute, die mir beim Dach helfen können. Sobald sie fertig sind, senden wir. Dann dauert's nicht lange. Seien Sie vorsichtig mit den Brennstäben. Legen Sie sie da drüben hin, sodass Sie aus der Sonne sind. Ja, mach ich. Und entfernen Sie nicht mehr vom Dach als unbedingt nötig. Denken Sie daran, dass wir gegebenenfalls die Anlage wieder tangen müssen. Ich glaube nicht, dass Sie mit dem Gerät das Alien-Signal verbreiten wollen. Ja, irgendein Signal senden Sie. Irgendwohin. Die blockieren unsere Telefone, wir blockieren ihres. Auf wann ist die Zeituhr gestellt? Auf 1,5 Stunden. Gerade genug Zeit, um hier wegzukommen. Dann mal los. Sean! Ich habe gehört, dass hier ein neues Paar aufgetaucht ist. Ich wusste, dass ihr es seid. Wir haben dich gesucht. Ihr solltet euch lieber uns anschließen. Jimmy, wir wollen dir helfen. Ach, ihr wollt mir helfen? Natürlich will ich das. Du bist mein Bruder. Nein, meine Brüder sind hier. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie du wieder mein Bruder sein kannst. Das wird nicht passieren. Dann ist es besser für dich, wenn du stirbst. Wir haben hier Threshold-Leute im Wald bei der Mühle. Alles klar, guter Schuss. Ich konnte ihn nicht sauber treffen. Ich weiß. Wir haben 30 Minuten, bis er aufwacht. Dann nehmen wir ihn mit. Er ist der Anführer. Wir können ihn brauchen. Es ist zu gefährlich, zum Wagen zurückzugehen. Wohin dann? Wir laufen zur Straße außerhalb des Ortes. Die ist im Westen. Schnell! Los! Geben Sie mir meinen Sohn! Warten Sie bitte, warten Sie! Warten Sie! Das ist nicht Ihr Baby. Sie sind tot. Alien im Bereitschaftsraum! Alien im Bereitschaftsraum! Geben Sie mir mein Baby! Ich bring Sie um! Ah! Scheiß-Generatoren! Gehen Sie runter von mir, ich will Sie retten! Ich habe noch nie einen Patienten erschossen. Sie ist nur außer Gefecht. Die wird schon wieder. Ja. Was ist das? Was? Ach, nichts weiter. Ich bin gegen die Wand gerannt. Sie wollte mich umbringen. Wir haben ihr Kind weggenommen. Das kann man ihr nicht verdenken. Wir müssen schneller werden. Ich helfe Ihnen. Das wird nicht klappen. Wir können dem Alien-Mob nicht entkommen, wenn ich ihn trage. Kavanaugh! Es ist meine Aufgabe, Sie zu beschützen. Okay, wir lassen ihn hier. Was haben Sie vor? Was glauben Sie denn? Nein! Molly, er wird bald aufwachen und sich wieder Ihnen anschließen. Er ist eine erhebliche Gefahr. Er ist Ihr Bruder. Sie müssen hier nichts beweisen und wir sind keine Mörder. Wir verstecken ihn im Gebüsch, hängen Sie ab und kommen wieder zurück, um ihn abzuholen. Kavanaugh! Geben Sie mir Deckung. Die
Straße ist da lang. Ich habe keine Elektrogeschosse mehr. Ich auch nicht. Stehen bleiben. Ach so, Sie sind's. Was machen Sie denn hier? Da sind Leute im Wald, die auf uns schießen. Ein Fernfahrer hatte Schüsse gemeldet. Ich weiß nicht, wer hier rumballert. Sehen Sie? Wir sind's nicht. Die jagen uns. Gehen Sie hinter meinem Wagen in Deckung. Es sind so viele von denen. Damit können Sie es nicht allein aufnehmen. Bitte. Steigen Sie ein. Ich bringe Sie hier weg und rufe Verstärkung. Officer, fahren Sie los! Ich habe Sie aufgenommen. Ich bin an der Straße. Kommt ruhig her. Sind schon unterwegs. Er kann es zerbrechen, wir nicht. Ein Jammer, dass er schusssicher ist. Er sitzt aber nicht. Schützen Sie Ihr Gesicht! Herrlicher Anblick für menschliche Augen. Ich lasse meine Nichte nie im Stich. Wir haben alle im Ort festgenommen. Den Rest der Gemeinde werden Sie in etwa 5 Sekunden sehen. Waffen scharf machen. In Stellung gehen. Tango 11 Uhr. Waffen fallen lassen! Wir sind hier. Was war das? Unsere Steuergelder im Einsatz. Vorwärts! Wir sind einen Tag weg und schon machen Sie Kleinholz aus dem Laden? Sehr lustig. Wie geht's dem Baby? Ganz gut. Ihrem Wunsch entsprechend habe ich Libby eine Probe Muttermilch entnommen, als sie bewusstlos war. Enthält eine hohe Konzentration eines Proteins namens Lactoferrin. Ein paar Tropfen davon sind stärker als ein ganzer Strauch infizierter Tomaten. Sie wollte also das Baby durch ihre Milch infizieren? Ich dachte, Kinder wären immun. Gegen das Aliensignal und gegen genetisch veränderte Lebensmittel. Aber dieses Protein käme von seiner Mutter. Das Immunsystem des Babys würde das nicht als Bedrohung erkennen. Ein DNA-Trojaner. Ja, genau. Und haben wir nun alle Infizierten aus Alienville? Alle außer Hayes. Er war verschwunden, als wir zurückkamen, um ihn zu holen. Er weiß viel über unsere Tätigkeit hier. Kevin hätte ihn töten sollen, als er die Chance hatte. Liegt an mir. Lucas, wir hatten ihn Dr. Boltons Laborunterlagen geschickt und die Trümmer des Apparats. Er war programmiert, um eine kodierte Frequenz zu einem Lichtjahre entfernten Ziel zu übertragen. Eine Frequenz wofür? Ich habe es mir angesehen, es war keine Sprache. Wozu sonst sendet man eine Frequenz, außer um eine Nachricht zu übertragen? Um anzulocken, sie als Köder zu benutzen. Köder für was? Meine Annahme? Für eine weitere Aliensonde, um mit ihr einen erheblich größeren Teil der Menschheit zu infizieren. Ich konnte den Code dechiffrieren, der im Arbeitsspeicher programmiert war. Die Koordinaten sind 200 Meter über Washington, D.C.
Hi, Marley. Was machst du hier? Ich wurde hier geboren. Du bist ein Alien. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum, aber ich bin kein Alien. Sie haben mich gerettet. Sie werden uns alle retten. Bald? Nein, der Plan wird funktionieren, aber nicht so schnell. Aber wir schaffen es. Ja, aber... Aber was? Sie werden nicht mehr da sein, wenn wir es geschafft haben. Das macht nichts. Danke. Molly? Ich war eingenickt. Ich habe geträumt. Führen die Aliens sie wieder an der Nase rum? Diesmal vielleicht nicht. Also ich hoffe, sie gehen nach Hause. Sie hatten einen fürchterlichen Tag. Ich fange doch gerade erst an.